hier ist Ranja und heute bauen wir zusammen mit der Easy zusammen nach einem Zufallsgeneratorrad einen Freizeitpark. Ja, wir haben sowas, also ich habe sowas schon mal gemacht, aber alleine da habe ich ein Haus gebaut mit einem Rad, was halt entschieden hat, wie viele Etagen, aus welchem Material etc. pp. Und ich habe gedacht, wir holen uns heute tatkräftige Unterstützung, weil ich nicht der Baumeister bin, ja? Das habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ist es hier oben beim i verlinkt. Ansonsten würde ich sagen, starten wir mit dem Zufallsrad und gucken, in welches Biom wir das ganze Ding ballern. Wir haben Outback, Swampland, Blossoming Fields, Meadow, Mystic Groves, Dünen oder kalte Wüste. Oh, bitte was Schönes. Yes. Wir haben kalte Wüste. Kalte Wüste? Ja. Oh nein, es dann Freizeitpark, das wird ja frisch. Aber vielleicht kann man das ja so ins Theme einbauen, weißt du? Vielleicht ist es da ein kalter Freizeitpark mit so Eisattraktionen oder so. Das kann ja, durchaus stimmt. sein. Wir entscheiden jetzt erstmal noch, bevor wir mit dem Ganzen loslegen, wie groß das Ding denn sein soll. Ja, weil wir wir haben verschiedene Plotgrößen zur Auswahl, in der wir dann unseren Freizeitpark errichten müssen. Und zwar ist es einmal 8x32, 16x16, 20x20 oder 24x24. Hoffst du eher auf was Großes oder auf was Kleines? Wie willst du einen Freizeitpark in so einem kleinen Bereich machen, hä? Das ist voll schwer. Das ist jetzt unsere Herausforderung, weil wir haben 16x16 gerollt. Müssen wir halt stapeln, ja, okay. Nee, ernsthaft? Doch, ich hab 16x16? Ja. Es ist gar nicht so klein. Boah. Es ist schon recht klein. Bau mal eine Achterbahn, das ist schon sehr klein. Okay. Ja, aber wir können die ja in die Höhe, weißt du, oder auch in die Tiefe bauen? Ja, oder in die Breite. Oder in die Breite. Und bevor wir es vergessen, rollen wir noch, wie viele Attraktionen wir hier reinbauen. Weil unser Plot ist nicht groß, ja? Unser Plot ist ein kleiner, bescheidener 16x16 Plot. Aber, wenn wir jetzt eine 4 rollen, wird's eng. Das sag ich dir ganz ehrlich, es wird eng werden. Okay. Ich hoffe auf eine 1 oder eine 2. Bitte, bitte. No. Oh, das war so knapp an der 4 vorbei, ich sag's dir. Was haben wir? Wir haben eine 1. Farbschema haben wir entweder rot, orange, gelb, schwarz, Regenbogen, pink, lila oder grün, blau. Und mein Zufallsrädchen sagt Regenbogen. Nein! Regenbogen ist solid. Wir können aus Glas so eine Regenbogenbahn bauen. Das sieht vielleicht auch echt cool aus, weil die Landschaft so trist ist im Vergleich. Hm. Okay, easy. Du fragst dich wahrscheinlich, welches Thema hat unsere Achterbahn? Ja. Ja, das frage ich mich auch. Aber unser Glücksrad wird es uns, wird es uns sagen. Ja? Wir haben süß, gruselig, Tiere, modern, Monster oder Winter. Ich hoffe auf Winter. Wir kriegen süß. Süß ist aber okay. Süß passt wir haben süß bekommen? Ja, wir haben süß bekommen. Das ist, wie wir die ganze Optik machen sollen. Weißt du, vielleicht einen kleinen Einkaufsstand. Regenbogen süß. 16x16, was wissen wir noch? Wir wissen noch, eine Attraktion. Genau, eine Attraktion. Und jetzt die letzte Sache. Und zwar ist es das Highlight, ja, was wir auf jeden Fall noch hinzufügen sollten, damit das Ganze ein bisschen cooler aussieht. Ein bisschen, ne, nicht nur eine Achterbahn ist, die in der Nirgendwo-Gegend steht, sondern einfach, damit wir sehen, das ist ein Freizeitpark. Wir haben eine Rutsche, ein Pferdestall, Wasserfall, Achterbahn, Pool oder ein Kino. Im Pool. Ich will auch einen Pool. Obwohl, ein Pferdestall wäre auch cool. Wir haben Pool, actually. Yes! Ja! Nee, warte. Es ist Achterbahn. Gut, dann müssen wir eine andere Attraktion haben. Und eine Achterbahn. Aber haben wir... Ah, da müssen wir was anderes bauen. Okay, das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Achterbahn und irgendwas, was wir uns überlegen können als Attraktion. Genau. Okay, ich verstehe. Na gut, fair. Fairer Punkt. Dann würde ich sagen, legen wir los damit. Yes! So, wir sind hier in Minecraft. Das ist unser kleiner Plot, in dem wir bauen dürfen. Ist eigentlich ganz hübsch aus, muss ich sagen. Wir sind hier direkt am Wasser. Ich fange jetzt schon mal an, hübsche Umrandungen zu machen. Was hältst du davon? Oh, das sieht gut aus. Wir müssen süß und Regenbogen machen. Vergiss es nicht. Hier vorne sind alle Schilder, wo es dran steht. Oh, du hast es extra gemacht. Oh, easy. Ja. Edel. Du hast gesagt, du willst einen Profi dabei haben. Ja. Da bin ich. Ja, also 10-mal besser, als was ich bis jetzt gemacht habe. Hier würde ich erstmal so einen kleinen Stand machen, wo wir halt die Tickets verkaufen, ja? Okay. So, und dann würde ich gucken, dass wir hier vielleicht einen Weg rumführen, hier eine kleine Attraktion machen, hier ein bisschen weiter nach rechts wahrscheinlich, hier so in dem Bereich. Ja. Da habe ich überlegt, wir könnten vielleicht eine kleine Wasserrutsche machen oder irgendwas, was man hier benutzen kann, weil ja auch das Wasser in der Nähe ist. Das klingt voll schön. Und die würde ich dann bis hier machen. Und der Rest würde ich dann hier für die Achterbahn nutzen. Das heißt, warte, wenn der Gang hier ist, wo man langläuft, dann können wir hier das Opening machen und den ganzen Part
für die Achterbahn benutzen, hier, was hinten noch abgetrennt ist. Okay. Macht das Sinn? Ja, klingt gut. Okay, gut. Okay, warte, wenn die Bahn hier anfängt, dann baue ich erstmal hier geht's lang, dip-di-dum, hier. Zack, 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 zack. Und dann können wir hier hochfahren. Warte, dann gehen wir hier wieder mit Gelb hoch. Ich mach die recht hoch, oder? Ja, ja, mach die ruhig hoch. Okay. Soll ich das jetzt so machen hier? Oder, ja, oder? Mach das einfach so. Ich glaube, das ist schön. Dann hat man das als Umrandung, das Glas. Das stimmt. Okay, dann versuche ich schon mal mein Glück mit den Schienen. Doop, doop, doop. Ja, man muss ja auch irgendwo die Hebel hinsetzen können. Für die Schienen. Ne? Oh, das sieht Power-ups. Gut aus. Ja, okay. Guck mal. Ich habe beschlossen. Das hier ist die Achterbahn. Weil der Rest okay. Ist jetzt ja schon zu mit Glas. Ich hoffe, dass das funktioniert. Und dann würde ich mich... man kann gerne auch Glas abbauen. Da habe ich gar kein Problem mit, wenn du mein Glas abreißt. Weil es ist nicht schön. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Ne? Da wird es direkt abgerissen. Na gut. Naja, gut. Ich habe unten noch nicht, dass es die Farbe wechselt. Unten ist es einfach erstmal gelb, okay? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Für Einfachheitsgründe. Ja. Und dann wie wäre es, wenn das denn hier runterfällt? Was hältst du davon? Oh ja. Wenn man hier einfach so, kennst du das, so runterfällt und dann fährt man weiter. Ja, und dann warte, dann fährt man hier eine Kurve. Okay. Richtig? Ja, könnte man machen. Genau. Ja, genau, dann können wir da wieder ankommen. Und dann sind wir durch. Es muss ja keine riesige Achterbahn werden. Ich mache zwischendurch noch hier und da mal ein Power Rail rein, damit man auch Speed hat. Hey! Hier fällt man runter, hier kommt Powered Rails hin. Zack, zack. So, die Easy und ich, wir haben hier in der Zwischenzeit ein bisschen was gezaubert, ja? Oh. Wir haben ja gesehen, wie die Anfänge der Achterbahn entstanden sind. Aber jetzt können wir euch einmal aufzeigen. Erstmal Achterbahn fahren, ja? Wir sind hier. Oh mein Gott! Oh, das funktioniert. Oh mein Gott. Das ist wunderschön. Alles cool. Und man fällt runter. Oh yeah. Und man kann mit... Oh, da ist ein kleiner Eisbär. Hier ist Zippeli. Oh, Entschuldigung. Ich bin hier reingerannt. Blockt. Hilfe, ich werde geblockt. Geblockt. Okay, wir haben hier eine kleine... Habe ich gar nicht gesehen, dass du das gebaut hast. Sehr kleinen cute. Sonnenstuhl mit einer Kohle. Okay, wie ihr seht, ja, ist das unsere Hauptattraktion, die Achterbahn, Regenbogenfarben, wie das Glücksrad es wollte von uns. Und dann, das ist hier eine Kiste. Ah, hier ist ein Minecraft-Store, clever. Dann haben wir hier unseren Ticketverkäufer, ja, mit Ticketverkauf für die Preise für den ganzen Freizeitpark, auch wenn er winzig klein ist. Und dann haben wir hier natürlich noch unsere Attraktion Numero Uno, und zwar ist das eine Wasserrutsche. Ja, und da rutscht man ins kalte Polarmeer. Oh, vielleicht aber auch nicht erfriert. Aber es ist ein Regenbogen-Eisbärenpark, oder? Es ist ein Regenbogen-Eisbärenpark. Ich finde den Teppich super süß. Den kleinen Pinken. Soll ich Zippeli mal rausholen? Ja, der Teppich. Ja, hol Zippeli mal raus. Zippeli, komm raus, let's go! Hallo, Zippeli! Zippeli steckt in der Wand. Zippeli will fliehen. Er ist nur so, nein, ich will nicht im Freizeitpark leben. Zippeli? Oh. Hallo? Aber wir sind geh mal rein, Zippeli. Nein. Zippeli, wieso? Au, der macht richtig Zippeli Schaden. Nein, Zippeli will fliehen. Oh nein. Der Zippeli, du bist doch Eisbär. Nur ein Baby. Er will halt baden. Lass ihn doch baden. Beruhigt er sich dann? Oder ist er immer noch wütend? Ja, ich denke. Ich glaube, der will mich kämpfen. Nein, ich glaube, der beruhigt sich. Guck mal, er ist wieder grün. Und er ist wieder zurück. Wir haben den Regenschirm. Es ist alles so schön Regenbogenfarben. Ich bin großer Fan. Es ist wunderhübsch. Yeah. Das ist die kleine Anstellschlange, hier kann man die Leute abfangen. Wir hätten ein Regenbogenmädchen einstellen sollen und nicht den komischen Typen da. Was soll denn das? Den habe ich gemacht, okay? Ist das Kritik? Du bist gefeuert. Selber gefeuert und so. Was? Nur weil ich deinen Angestellten entlasse? Jaha. Oh. Ist dein Minecraft auch gecrashed? Nein, ich hab dich vom Server gekickt. Du hast mich vom Server gekickt bei einem Operator. Ja gut, das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch. Schreibt gerne in die Kommentare, ob wir sowas nochmal machen sollen und vielleicht eure Vorschläge, was wir bauen können nächstes Mal. Und ansonsten abonniert diesen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und schaut bei der Easy vorbei und abonniert auch ihren Kanal, falls ihr das auch noch nicht gemacht habt, falls ihr Fulios seid. Kann ja sein. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Ciao.